Regierung, der parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Otto. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Grischer, ich habe Ihrer Rede ja sehr aufmerksam wie immer zugehört. Ich habe da ein intellektuelles Problem. Sie bescheinigen uns, dass wir das Richtige tun, aber Sie finden dann nur mäkelnde Worte und am Ende des Weges lehnen Sie dieses Gesetz ab. Ja, den Entschließungsantrag. Meine Damen und Herren, es ist so, dies ist ein guter Tag für die Energieversorgung, für die Energiepolitik in Deutschland. Mit der heutigen Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes wird ein sehr wichtiger Baustein der Energiewende vollzogen. Auch in dem Zusammenhang, wir hatten eben die Aktuelle Stunde, Sie erinnern sich noch alle, da wurde von allen Oppositionsfraktionen die Behauptung aufgestellt, bei der Energiewende geschehe nichts. Hier ist ein Gesetz, bei dem sogar der Herr Grischer zustimmen muss, es muss ihm schwergefallen sein, dass das ein richtiges Gesetz sei. Es sei nur zu spät, ja, und Details. Meine Damen und Herren, wir sind uns alle einig. Kraft-Wärme-Kopplung ist eine Erfolgsstory. Kraft-Wärme-Kopplung hat den höchsten Effizienzgrad bei Wärme- und Elektrizitätsversorgung. Sie brauchen uns davon nicht zu überzeugen. Und es ist diese Bundesregierung, die etwas tut. Und lieber Herr, das mag ja sein, lieber spät als gar nicht, lieber Herr Kollege Hempelmann, lieber spät als gar nicht. Ich darf daran erinnern, auch die Opposition hat ja die Möglichkeit, hier Änderungsanträge zu stellen oder hat die Möglichkeit, Nein, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz ist vernünftig. Dieses Gesetz ist in der Anhörung in einer Weise gelobt worden, auch von der Branche, von den Betreibern, dass ich es als ein kleinliches Manöver empfinde, dass Sie jetzt sagen, aber da habt ihr hier nicht und jenes. Wenn sogar die Fraktion Die Linke uns zubilligt, dass dieser Schritt ein notwendiger, ein richtiger ist, um die Energiewende zu vollziehen, dann, meine Damen und Herren, ist es auch mal Anlass, hier an dieser Stelle auf Gemeinsamkeiten bei der Energiewende hinzuweisen. Es waren alle Fraktionen dieses Hauses, die gesagt haben, wir machen uns auf diesen ambitionierten Weg, die Energiewende zu vollziehen. Und deswegen, die Kraft-Wärme-Kopplung ist ein Beispiel, und ich bedanke mich für differenzierte Beiträge, insbesondere vom Kollegen Hempelmann. Das ist ein Beispiel dafür, wie man die notwendigen Schritte, die jetzt zu gehen sind, um die Energiewende zu vollziehen. Jeder von uns muss klar sein, dass das nicht einfach mit dem Gesetz zum Abschalten der Kernkraftwerke getan ist, sondern dass wir einen langen Weg gemeinsam beschreiten müssen. Und wir haben dieses Gesetz jetzt vorgelegt, und dieses Gesetz ist ein richtiges. Dieses Gesetz wird uns voranbringen, und es ist die Aufforderung und die Einladung an die Oppositionsfraktionen in der Energiepolitik, die nationale Herausforderung zu sehen und hier nicht rumzumäkeln und vor allen Dingen auch im Bundesrat, das will ich noch an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, EEG-Novelle und Ähnliches, das geht übrigens auch an einige CDU-Ministerpräsidenten, das will ich hier an dieser Stelle auch mal sagen. Es kann nicht angehen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass wir alle sagen, die Energiewende ist gut, ist richtig, wir gehen auf diesem Wege, aber wenn dann die Maßnahmen kommen, die notwendig sind, dann wird an der einen oder anderen Stelle kleinlich gemäkelt oder sogar blockiert. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ist eine goldrichtige Maßnahme. Wir sind auf einem richtigen Wege. Alle fünf Fraktionen dieses Hauses haben hier zugebilligt, dass dieses Gesetz jedenfalls im Kern richtig ist. Zweitens, dieser Geist der Zusammenarbeit bei der Energiewende, das ist das, was auch für die nächsten Monate und Jahre erforderlich ist, ein enges Zusammenstehen, sonst werden wir das nicht schaffen. Dieser Appell geht nicht nur an die Fraktionen hier im Hause, der geht natürlich auch an die verehrten Damen und Herren des Bundesrates. Das will ich an dieser Stelle deutlich sagen. Aber nein, lieber Herr Hempelmann, abschließend will ich sagen, wir sind uns doch hoffentlich einig, also wenn Sie mal ehrlich sind, so unter uns zwei, Wenn wir bei der Solarvergütung, vorhin ist darauf hingewiesen worden, jetzt nicht dringend eine konsequente Regelung haben, dann haben wir keine Spielräume mehr und dann wird das alles, die ganzen Kosten der Energiewende, auf den Verbraucherinnen und Verbrauchern ausgetragen. Und deswegen appelliere ich hier anlässlich eines Gesetzes, der doch große Zustimmung des Hauses und vor allen Dingen außerhalb des Hauses erfährt, an mehr Gemeinsamkeit bei der Energiewende. Lassen Sie es einfach kleinliches Gezänk. Sehen Sie hier die nationale Aufgabe, die wir zu erfüllen haben in der Energiewende. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Nächster Redner für die Fraktion